Nee, Schuss, Leute, willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ja, wir haben ja gut abgestimmt und viele von euch haben mitgemacht beim Voting. Leider ist das Ergebnis nicht so eindeutig ausgefallen, wie es mir gehofft hatte. Kingdom Hearts hat jetzt schließlich mit, glaube ich, 3 Stimmen im Voraus gewonnen. Im Vorsatz zu Sly Cooper. Sly 2 im Grunde. Und Legend of Spyro war irgendwie 10 Stimmen dahinter noch. Also von daher bleiben wir jetzt trotzdem da, wo wir dran sind. Und wir hauen einfach rein. Ihr wisst, ich bin niemand, der groß labert. Kann aber sein, dass ich das Intro wegschneiden muss, weil Square. Mäh. Ja, höchstwahrscheinlich durfte ich das Intro wieder rausschneiden, weil höchstwahrscheinlich... Ich habe das schon bei Kingdom Hearts 1 damals gehabt. Das hat mir auch den gesamten Part 1 zerschossen. Unheilbar leider. Ja, auf jeden Fall das Intro, das ist leider wegen der Musik, ne? GEMA und so. Wir wissen alle, wir haben die GEMA alle lieb. Die GEMA ist kacke. Ist für ein Arsch, ist der Scheiß. Mal ganz ehrlich, das hat mir so viele Videos in der Zeit schon mal zerschossen, das ist so abfuck einfach. Wenn ich für ein Video nicht ausgezahlt werde, sag ich mal, ist mir scheißegal, das ist mir Wurst. Aber wenn ich es mir löschen muss und kein Backup hab, das nervt mich. Da kommt ein Shopping Center hin. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Ich bin der Tod. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, deine Storyline wird komplex. Sehr komplex. Auch süß. Den Innenarchitekten, beziehungsweise den Grundarchitekten, würde ich unglaublich gerne kennenlernen. Der scheint nämlich genauso einen an der Waffel zu haben wie ich. Zweiter Titlescreen. Ein Haar auf meinem Handy. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zu was kommen darf, das ist jetzt hier die PS3 Kingdom Hearts 1.5 Remix Version, wo das mit drauf ist. Rechain of Memories ist ja ursprünglich in Deutschland gar nicht rausgekommen, jetzt erst mit der Remix Collector Version. Von daher finde ich eigentlich ziemlich geil. Da war auch Kingdom Hearts 1 Final Mix mit drauf und auf Final, und auf 2.5 Final Mix, was ich auch hab. Da ist Birth by Sleep und Kingdom Hearts 2 Final Mix drauf. Also das ist verdammt geil eigentlich. Finde ich cool, dass sie das gemacht haben. So dass die Final Mix Version hier auch mal vorzuhanden kommen. Hey, you think it's okay to barge in? The King? King Mickey's here? Ich hab grad gedacht, er hat fuck gesagt. Really? Because now that you mention it, I was kind of thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends, they're here. Yup, guess great minds think alike. Alter, Sora hat richtig atomblaue Augen. It can't be just fällt mir jetzt erst auf. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. I had the exact same feeling. Gorge, maybe it's contagious. No, no, something's wrong. All right. Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Hast du Schiss, Alter? Don't be ridiculous.
Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! Ich bin Typ vor der Tür. Deine Storyline wird komplex. That's it. Who are you? What? Who was? Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Ja. Come on. Thunder! Thunder! Fanta! Genki-Dama! Come on. Wizard! Fire! Los, Donald, setz Mobbing ein. I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. Schön Schrank auch. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Yoga Teleport. Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. Die Yu-Gi-Oh! Karte. Nice. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew. Or to claim anew only to lose. Was ist er? Ein sprechender Glückskeks? Come on. Let's go. Nochmal ganz kurz eingeworfen, die Version hier. Karte halten, statt Traverse. Fakt ist, diese Version für mich ist blind. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese Version ist blind. Ich habe allerdings die, also das normale Chain of Memories habe ich bis zur Erschöpfung gesuchtet. Also von daher, ich bin mit dem Prinzip vertraut, ich weiß, wie das Ganze funktioniert, nur die Version hier ist für mich blind. Ninkas, der Rechnungslassen, Karte ausbilden, so, Moment, bla. Ja. Das sollte ich schon selber noch irgendwie hinkriegen, Spiel. Trotzdem danke. Mann, halber Part vorbei. Nichts ist wirklich passiert, leider. Außer Cutscene, Cutscene, Cutscene. Und Mister, deine Storyline wird komplex. Wer die ganzen neuen Teile von Kingdom Hearts gespielt hat, weiß, was ich meine. Hier sind wir falsch. Das ist die Stadt Traverse. Das ist nicht die Realität. Yoga Teleport. Das hat er doch jetzt nur gemacht, um mich zu trollen. Diese Stadt ist eine Illusion, die deinen Erinnerungen dieser Karte entstammt. Bitte? Vergiss das jetzt, Sora. Donald, Goofy sind weg. Donald? Goofy? Hey, wo seid ihr? Was hast du gemacht? Sie sind der Gnade der Karte ausgeliefert worden. Beherrsche die Karten, ihre Stärke ist wieder dein. Yu-Gi-Oh!
Eieiei. Das sieht komplett anders aus, als ich die GBA-Version im Kopf bin. Setze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Muss ein Scheißschicksal sein. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, hebst du sie stets auf. Okay. Aufgehobene Karten vorne im Kartenset. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zur Hilfe geeilt. Okay. Benutzt Karten, verschwinden, doch sie tauschen hier, sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Hör auf das Herz der Karten! Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Okay, okay. Denke zuerst selbst nach. Bewegen, dann Karten spielen. Er hat den super Unterarm. Jetzt weißt du, mit deiner Stärke umzugehen. Verliere dabei nie deinen Gegner aus den Augen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Hast nichts Besseres zu tun. Okay, mit R2. Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Aber brauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Aber es gibt Abhilfe. Kauf mehr Booster. Nee, sorry. Spiele Karten aus, die einfach brauchst du nur und zeige dir wie. Okay. Hab den Mega-Arm! Er ist der lange Arm des Nichtgesetzes. Komm. Siehst du? Du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Willst du deine Karten zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir die Karten zurück und voila. Warte mal. Wähle schnell nachstocken an. Moment, kann ich damit denn direkt dahin oder was? Die Kraft der Herzen hat verlorene Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen. Am jeden Mal werden die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf aus. Und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Ah, okay. Ich kann. Ah, okay. So kann ich allgemein und dann. Ah, gut, gut, gut. Gut, gut. Die vier verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind zwei Kategorien aufgeteilt. Umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Zweite Kategorie besteht aus Feindeskarten. Um Feindeskarten aus der anderen Kategorie zu verwenden. Ja, witzigerweise, ich glaube, das hier wurde in der Advanced-Version nie wirklich erzählt, wie man das machen kann. Und ich wusste damals immer nie, wie man die Dinger benutzen kann. Ich bin mir unsicher, es kann sein, dass das erklärt wurde und ich zu dumm war. Diese Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wann du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss das nicht. Er ist so der weise Glückskeks des Todes, ich merke das schon. Hey, cool, ihr seid keine Karten mehr. Alles okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sag du es uns! Als die Tür geöffnet hast, war dieses seltsame Licht. Warum bin ich auch nicht mehr? Nee, Donald werde ich garantiert nicht so sprechen. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tagebuch muss schließlich akkurat sein. Was bist du, so ein kleiner Grammar-Nazi? Hey Donald, wo habe ich meine neuen Klamotten? Ja, Goofy. Na, hat seinen Spaß mit unseren Kleidern. Die Karten schon wieder? Das kannst nur du selbst wissen. Beherrsche die Karten und bahne den Weg durchs Schloss. Aber hier läufst du allein weiter. Allein? Wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair. Ja, oder unsere Elf ist sogar völlig aufgeschmissen. Vielen Dank, Donald. Kommst du klar?
Natürlich. Ich soll alleine weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Geh, das restliche Schloss des Entfalls wartet auf dich. Handle auf dem Faden der ruhenden Erinnerung und triff jemanden, der dir nahesteht. Yoga Teleport. Mein Plot wird schwer kompliziert. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Gemini. Ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? Ich muss doch nur eine von dieser Tür da drüben verwenden. Ich muss die Tür hauen. Schlüssel des Anfangs. Supergeil. Ja, ich muss den ersten Part auch, glaube ich, ein bisschen länger machen, weil ich muss ja das Intro rausschneiden. Ergo, mein Timer ist ergo akkurat, inakkurat und Gemini würde dabei austicken. Stadt Traverse. Mal davon abgesehen, es ist bislang nicht viel passiert, also eine folgende Handlung auf dem Spielfeld durchführen. Länger das Bild bewegen, umsehen, nach vorne sehen. Höchstwert schwingen, Sprung, Ausweichrolle. Easy. Irgendein Schwert einzuschlagen, diverse Folgen. Versuche mal, ein Fass zu zerkloppen. Hat auch keinen... geil. Eiskarte. Voll kalt, ey. Ja, Part 1 ist leider sehr viel Tutorial. Tut mir echt leid, Leute. Wenn hochgeworfen, geworfen werden. Ist meine Kiste. So, ein Herzlos auf dem Spielfeld initiierst du einen Kampf. Doch du kannst diesen Erstschlag verpassen, um Vorteil im Kampf zu erlangen. Kann ich ihn anvisieren? Nö. Wow. Das hat's ja gebracht. Oh, die roten will ich haben. Die roten will ich haben, weil ich weiß genau, was das ist. Das sind Mogelpunkte. Ich möchte Mogelpunkte. Dazu kommen wir später, das erkläre ich euch noch. Ist simpel. Alter. Ich habe irgendwie mir schon damals schon immer gewünscht, diese Version mal spielen zu können. Deswegen war ich immer so gefrustet, dass es hier nie rauskam. Das ist echt so, ich war damals immer mega gefrustet, dass dieses Spiel hier nie in Deutschland rauskam. Weil ich mochte diese Version. Ich habe immer gedacht, so das müsste die Version sein, die dieses Spiel im Grunde bekommen sollte und verdient. Bogey-Punkte. Okay. Ja, was das angeht, werde ich euch noch erklären. Dazu kommen wir noch. Ich sag mal so viel, die Mogi-Punkte sind sowas wie Geld für den Shop. Von daher sind mir die relativ wichtig. Weil da durch den Shop kriegen wir halt neue Karten, bessere Karten, weitere Karten, Kartenkarten, Karten mit Karten drauf und Karten auf Karten. By the way, wie komme ich ins Menü? Gibt's offenbar noch gar nicht. Okay, Menü existiert noch nicht. Gut, Tutorial will noch nicht, dass das Menü existiert. Nächsten Raum gelangt, brauchst du eine Raumkarte. Raumkarten werden dazu verwendet, neue, unerforschte Räume zu generieren. Wähle zuerst eine Raumkarte aus. Ja, wir können halt hier gucken. Hier wird auch angezeigt sogar, was für Herzlose da drin rumlungern und wie groß der Raum ist. Das ist interessant. Ach so, Spiel soll, so ja. Bedingung hier gibt, dass die Tür einen Wert von 1 oder höher aufwägt. Du musst also eine Karte auswählen, die Bedingung erfüllt. Karten nehmen einen Wert zwischen 0 und 9. 0 Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten, die alle Bedingungen erfüllen. Die Karten ohne Wert sind Schlüsselkarten. Schlüsselkarten können bei ganz bestimmten Türen verwendet werden. Das ist toll, mach die Tür auf. Sim. Oh, ich liebe die Kingdom Hearts Musik, so toll. Sich drehende Licht vor Sora ist ein Speicherpunkt. Stelle dich vor und drücke Dreieck, um das Speichermenü aufzurufen. Man muss sich vorstellen, der Kommentator, der das ganze Tutorial vorliest, das ist so einer nach dem Motto: Du musst
speichern, um dein Leben fortzuführen. Sollte er das nicht tun, wird YouTube Poop die Welt an sich reißen. Daten im Systemspeicher. So, ich sollte eigentlich noch genug Speicher haben, glaube ich. Ja, habe ich. Gut, wir sehen uns dann auch das nächste Mal wieder. Dieser erste Part war jetzt ein bisschen tutorialhaft, ich weiß. Aber im nächsten Part geht's dann umso spannender weiter. Ich hoffe, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.